Willkommen zu Let's Board Game und dem zweiten Teil zum Let's Play zum Spiel Shadows of Brimstone. Im ersten Teil hatten wir die Mission Search Party gespielt, in der Chef Lone Star auf die Suche nach der Tochter des Priesters in die Mine hinabstieg und diese leider nicht mehr lebendig vorfand oder halt von Monster überwältigt wurde. Und somit musste er fliehen und musste jetzt auch Mackenzie beichten, dass er seine Tochter nicht retten konnte. Dieser hat nun entschlossen, kurzerhand Sheriff Lone Star zu unterstützen bei der Suche nach der Quelle des Bösen. Und somit kommen wir zum zweiten Szenario, einer Entdeckungsmission in die Minen. Und ich würde sagen, wir gucken uns direkt Mackenzie einfach mal im Detail an und dann legen wir auch direkt los mit der Mission. Mackenzie ist also der Priester. Dieser hat als Starting-Skill Redemption ist ausgewählt. Dementsprechend kann er ab jetzt Waffen benutzen und bekommt zu seinem Starting Gear die Shotgun. Dementsprechend hat er auch ein bisschen Feuerkraft, um Lone Star beim Beseitigen der Monster zu unterstützen. Als Zaubersprüche hat er jetzt einmal den Startzauberspruch Face Healing. Dies ist ein Heilzauberspruch. Und als zweites Blessing hat er die Fähigkeit Cure. Das ist ein Zauberspruch, um dementsprechend Leute zu heilen und von Sanity zu befreien. Als Offensivzauber oder als Unterstützung hat er Schwächen. Das ist eine Reichweite 6 Zauber, der Monstern 2 Verteidigungspunkte abzieht, wodurch er die leichter ausschalten kann. Mackenzie hatte leider auch in seiner Vergangenheit nicht so viel Glück und hatte ein Auge verloren und hat dementsprechend jetzt hier diese Augenklappe plus 1 Kani und er darf einmal pro Abenteuer sein Grid komplett auffüllen. Als Starttoken hat er hier das Dynamit genommen und dann legen wir auch direkt los mit den beiden. So, bei der Mission Exploration geht es darum, dass die Mine erkundet werden muss, bis zu einem Moment, dass halt keine offenen Enden mehr zu sehen sind und somit die Mine als komplett entdeckt gilt. Ich muss mir leider das Handbuch hier nebenlegen, weil hier gewisse Sonderregeln und Sonderwürfe tragen kommen, damit ich keine vergesse. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mit dem Spiel los. Ich zoome noch ein bisschen ran, damit wir... So. So, erstmal Hold Back the Darkness. So, mit 5 haben wir das natürlich direkt verpatzt. Und Lone Star fängt an mit einer Initiative von 4. 2, 1, 2. Und er entscheidet sich in diesem Fall direkt einmal zu scavengen, um vielleicht ein bisschen Gold zu sammeln, was ja in letzter Mission nicht so erfolgreich war. Aber schafft es nicht. Dann ist Mackenzie dran. Mit einer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und macht auch einen Scavenge-Wurf. Schafft es aber auch nicht. Nächste Runde. Wechsel Darkness, sind diesmal geschafft mit 7 oder höher. Und dann ist Lone Star dran mit einer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mackenzie mit einer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und entscheidet sich direkt hier die Entdeckungsaktion zu nutzen. Und somit wird eine Karte aufgedeckt. Eine mit Passage. Soll ich das mal auswählen? So. So. Dann fängt die nächste Runde an. Hold Back the Darkness. 1-1. Ein Ambush Attack. Wenn ich mich nicht täusche. Genau, ein Ambush. Ein Hinterhalt. Eine Low Threat wird gezogen. Und es ist ein Rudel Tentakel mit der Menge 3. 3 Tentakel. Hier haben wir noch die Karte dazu. Und da zoomen wir mal direkt ins Geschehen. Zusätzlich wird auch noch eine Darkness-Karte gezogen, weil dementsprechend der Darkness-Marker 1 hochhüpft.
Aber erstmal werden die Tentakel platziert, das heißt erstmal ein beim Lumster, einer bei Mackenzie und das dritte Terrakakel wird auf, also 1 bis 3, 4, 5, 6 bei ihm hingestellt. Dann wird eine Darkness-Karte gezogen noch. Eruption of the Dead, Ambush Attack, 2 Paradise, Zombies. 8 Zombies gesellen sich zu der Party. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und die werden jetzt auch wieder gleichmäßig zwischen den Helden verteilt. Das ist doch mal ein guter Anfang. So, da. So. Dann fängt die Runde auch direkt an. Sheriff Lonestar hat die höchste Initiative mit 4 und entscheidet sich direkt sein Dynamit zu benutzen und wirft es hier auf diesen Zombie. Das heißt, hier würden wir jetzt diese 5 Modelle erwischen. Dafür muss ich aber erstmal den Trefferwurf erfolgreich absolvieren. Mit einer 4 gelingt mir das auch und jetzt würfel ich für den Schaden. Bei einer 6. 6 Schaden, das heißt, die 4 Zombies erwischt es. Und dieses Tentakel. Und damit ist Lonestar auch schon durch und erhält für die 4 Zombies. Nehmen wir mal die Karte hierbei. So, 20 Erfahrungspunkte. Jeweils, das sind 80 plus einmal 30 für das Tentakel, das sind 110. Dann sind wir bei 430 Erfahrungspunkte. Dann als nächstes sind die Tentakel dran, weil die eine Initiative von 2 haben und der Priester hat auch eine Initiative von 2. Also die Tentakel sind zuerst dran. Dieses Tentakel schlägt auf ihn mit 3 Angriffen auf die 4 oder höher und verfehlt vollends. Dieses Tentakel schlägt auf Lonestar. Trifft einmal kritisch, das bedeutet 3 ohne Rüstungswurf. Ich muss aber leider auch noch was nachholen, fällt mir gerade ein, weil hier waren ja Zombies und er hat seine Aktivierung gestartet. Das heißt, er muss einmal 4 Horror-Hits abwehren. Was er leider nur bei einem schafft, das heißt, Lonestar bekommt 3 Sanity-Schaden. So, danach werden sie entfernt. So, da haben wir einmal 3 Schaden und einen Rüstungswurf haben wir noch. Auch nicht geschafft. Das heißt, Lonestar hat jetzt schon 6 Wunden. So, dann ist als nächstes der Priester dran. Dieser hat nur 2 Zombies neben sich, macht einen Willenskraftwurf gegen 3 oder höher, hat beide erfolgreich geschafft und bleibt zumindest bei jetzt bei Stand. So, dann einmal für die Bewegung. 2. Er versucht erstmal mit seinen 2 Face ein. Okay. Ja, er versucht zu laufen. Escape-Wurf hat er 4 oder höher. Nicht geschafft, muss also stehen bleiben. Und jetzt muss ich, wobei ich muss gerade was nachgucken. Nicht, dass ich mich jetzt gerade vertue. So, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber dementsprechend, da er es verpatzt hat, kann er sich nicht bewegen, bekommt übrigens auch keinen Schaden. Aber versucht jetzt dementsprechend dann jetzt einen das Tentakel auszuschalten. Hat einen Schuss auf die 5 oder höher mit einem W8 bei einer Shotgun. Eine 2 setzt ein Grid ein, um nochmal zu würfeln. Mit einer 7. Bei 6, 7 und 8 sind kritische Treffer, das heißt, das Tentakel hat keine Rüstung und bekommt 3 Schaden. Ist natürlich schade, dass da jetzt einer zu wenig war. So. Dann sind die Zombies dran.
Die beiden versuchen den Priester zu schlagen, würfeln jetzt einfach zusammen. Auf 4 oder höher, einer trifft. Mackenzie kann einen Rüstungswurf von 5 oder höher machen. Schafft es auch und die zwei versuchen Lone Star zu schlagen. Einer trifft und macht beide auch Schaden. Das bei einem Zombie nicht wenig, sondern sind 3 Schaden. Dann fängt die nächste Runde an. Einmal der Rotwechsel Darkness Wurf. 5 verpatzt. Und dann ist Lone Star dran. Würfelt mit 3 wie 6. Und verpatzt glamourös. Ah, ich muss noch den Laufwurf machen. Vielleicht bekomme ich einen Grid. Nein, bekomme ich nicht. Ich mache einmal den Reroll. Gut, einen kritischen und einen normalen Treffer. Den kritischen setze ich auf das Tentakel. Ah, 3 ist natürlich wieder super. 1, 2, 3. Und mit dem normalen Treffer versuche ich jetzt das Tentakel auch auszuschalten. Mit einer 3 mache ich genau einen Schaden. Das heißt, das Tentakel ist auch Geschichte. Einmal 30 Erfahrungspunkte. Dann ist Mackenzie dran. Nee, der ist das Tentakel. Das einmal trifft und Mackenzie versucht abzuwehren und schafft es leider nicht. 3 Schadenspunkte. Dann setzt Mackenzie seine Face Healing Zeremonie an, muss jetzt 5 oder höher würfeln mit 2d6, hat er geschafft und setzt 2 Face ein, um 2 Lebensenergie zu heilen und bekommt dafür 10 Erfahrungspunkte. So, und dann versucht er mit der Schrotflinte das Tentakel auszuschalten. Also erstmal für die SB-Bewegung. 2 bringt leider nicht viel. Also versuchen wir jetzt eine 5 oder höher zu würfeln. Nein, naja. Lassen wir das. Die 4 Würfe muss ich noch machen. Lone Star bekommt 2 Sanity und Mackenzie wehrt einen zumindest ab. Dann schlagen die Zombies zu, die beiden wieder auf die 4 oder höher. Verfehlen beide, die beiden. Einer trifft und auch ein Rüstungswurf auf 4 oder höher. Geschafft. Dann fängt die nächste Runde an. Hold back the darkness. 6, das ist gut. Stubborn Resolve, a place is horrible and unforgiving, but you are not about to give up without a fight. Each hero may immediately heal d6 rounds or recover 1 grit. Lone Star möchte sich mit einem W6 heilen. Und 6, so muss das sein. Und Mackenzie entscheidet sich, einen Grit zu nehmen. Dann ist Lone Star dran, Bewegung. 2. Er versucht mal weg sich zu bewegen. Mit 4 oder höher schafft er es auch, bewegt sich hier hin und dann schießt er mit seiner Pistole. 3d6. Und vermurkst es komplett. Setzt einen Grid ein, um alles neu zu würfeln. Da haben wir 5 und 2 verpatzte. Und dann versucht er mit der 5 das Tentakel zu erledigen. 5 minus 2 gleich 3, damit ist das Tentakel Geschichte. 30 Erfahrungspunkte. Dann sind die Tentakel besiegt und Mackenzie ist dran und versucht mit der Schrotflinte einen Zombie zu beseitigen. Auf die 5 oder höher. Würfelt eine 6, also Bewegung. 3 hinterher, aber hat jetzt schon geschossen. Auf einer 6, das ist ein kritischer Schaden. Das heißt, ich muss mindestens eine 1 würfeln, um einen Zombie zu besiegen. Oh, geschafft.
Der ist Geschichte und dadurch bekommt er 20 Erfahrungspunkte. 30 Experience. Und er versucht noch mit Face Healing sich zu heilen. Auf 5 oder höher. Geschafft. Für einen Face kann er eine Wunde entfernen und bekommt für das Zaubern nochmal 10 Erfahrungspunkte. Dann sind die Zombies dran. Dieser greift Mackenzie an, trifft. Dieser wehrt aber nicht ab, also 3 Schadenspunkte. Die beiden Zombies versuchen Lone Star zu erledigen, treffen aber beide nicht. Nächste Runde fängt an, holt Wechsel Darkness. Mit einer 6 habe ich das natürlich wieder nicht geschafft. Eine Darkness-Karte wird gezogen. So, alle untoten Gegner bekommen plus 1 Initiative und ein plus 1 Kampf. Da ich kein Grid habe, kann ich es leider nicht verhindern. Lone Star ist trotzdem vor denen dran. Versucht einmal Bewegungswürfel. Eine 4. Zombies haben eine Geschwindigkeit von 2. 1, 2, kommen die nicht weit weg. Das heißt, ich versuche mein Glück mit Schießen. So. Das sind 3 Treffer. Den ersten lege ich auf. Achso, ich muss noch wegen den 2 Würfeln wegen Sanity. Und bekomme nochmal einen geistigen Schaden. So, Schuss Nummer 1. Setze ich auf den. Komm, 5 oder 6. 4. Ne. Der zweite Schuss. Auch nicht. Dritter Schuss. Auch nicht. Ja. Das bedeutet, die Zombies sind als nächstes dran, weil die jetzt eine Initiative von 2 haben und somit genauso viel wie der Priester. Die beiden versuchen ihn zu schlagen. Schaffen es halt auch 2-mal. Rüstungswurf auf 4 oder höher. Beide geschafft. Der versucht ihn zu erwischen. Schafft es nicht. Mackenzie ist dran. Einmal ein Furchttreffer. Den wehrt er ab. Danach würfelt er für die Bewegung. 4. Und zaubert Schwächen auf diesen Zombie. Wobei, das macht nicht viel Sinn. Er versucht mit Cure ihn zu heilen, weil er recht viele Sanity-Treffer erlitten hat. Das sind jetzt schon 6 Stück. Und dies erschafft er bei 9 oder höher mit 2d6. Ja. Verpatzt. Und somit hat er jetzt noch ein Face übrig. Dies nutzt er, um zu heilen. Bei 5 oder höher. Schafft er und heilt sich um eine Wunde und bekommt 10 Erfahrungspunkte. So, als nächstes, da Face alles ausgegeben hat, macht er noch einen Schuss mit der Schrotflinte auf die 5 oder höher und würfelt eine 3. Ich setze ein Grid ein. 5. Trifft zumindest. Und jetzt auf 5, 6, 7 oder 8. 5 minus 4 gleich 1. Der Zombie ist Geschichte. Das macht 20 Erfahrungspunkte. Dann sind die Zombies dran. Die waren schon. Das heißt, hold back the darkness. Ich muss leider noch was nachwürfeln. Die bekommen plus 1 Combat. Das heißt, die haben nochmal 2 Angriffe. Von einer trifft, ein neuer Rüstungswurf. Nicht geschafft. Das heißt, 3 Wunden für Lone Star, und der hätte jetzt auch noch eine Bonusattacke gehabt, hätte auch getroffen, wäre aber auch nicht verteidigt worden, also nochmal 3 Runden für Mackenzie. So, jetzt aber der Holdwechsel Darkness-Wurf. Na komm. In der 8 habe ich das geschafft. Und dann ist als erstes Lone Star dran und entscheidet sich einmal
bewegen im Idealfall. 2, damit kommt er aber nicht von den Zombies weg, weil die auch eine Bewegung von 2 haben. Das heißt, er schießt direkt. 2 Treffer, ein Neuwurf, einen kritischen Treffer. Perfekt, den kritischen Treffer auf den Zombie macht mindestens einen Schaden. Das heißt, der ist schon mal tot. Die anderen 2 Treffer auf den letzten Zombie brauche ich mindestens eine 5 oder 6. 2 Treffer und der Zombie ist auch Geschichte. Das heißt, nochmal 40 Erfahrungspunkte für Lone Star. Ihr seid jetzt 530 und bekommt somit ein Level Up. So, die Zombies sind besiegt. Das waren jetzt 2 Bedrohungskarten. Das bedeutet, jeder bekommt 2 Lootkarten. Einmal die 2 für, ich suche mal wieder raus, 2 für Priester und 2 für Lone Star. So, Mackenzie bekommt a Gear Card. Mark of the Damned. Use 2 Darkstone to attach to any item. Plus 1 gegen Dämonengegner. Ein schöner kleiner Gegenstand. Aber aktuell habe ich keine 2 Darkstone. Dann bekommt er noch 250 Gold. Das sind ja die Goldbaren. 250 Gold. Und bekommt nochmal 40 Erfahrungspunkte. Das sind dann 110. Lone Star bekommt einen Darkstone und 100 Gold und 40 Erfahrungspunkte, das heißt 570. Und das bedeutet Level Up für Lone Star und das machen wir jetzt mal eben im Detail. So. Sheriff Lone Star hat 500 Erfahrungspunkte, das heißt, diese werden jetzt eingelöst. Dadurch hat er jetzt nur noch 70. Und nun wird geschaut, was bekommt dieser. Das ist einmal wird er komplett geheilt. Alle Sanity und Wunden sind weg. Das hat sich bei ihm echt gelohnt, weil er jeweils 7 hatte. Dann bekommt er einen Grit. Und bekommt seinen Upgrade-Bonus. Da wird hier wieder auf die Tabelle geschaut. Da werden 2 W6 gewürfelt. Das heißt die 9. Plus ein Sideback Token Capacity. Also gain D6 Heals Insanity. Das heißt, wird einmal bekomme ich jetzt eine Kapazität von 6 für meine Tasche. Und ein W6 an Lebensenergie und Sanity hinzu. Das bedeutet 6. Dann verteile ich das jetzt 3-3. Das heißt, er hat jetzt 15 Lebensenergie und 15 Sanity. So, zu guter Letzt darf ich mir jetzt von den oberen 4 den ersten aussuchen. Das ist einmal Motivation, use 1 Grit, give all other heroes plus 1 Initiative und plus 1 Bewegung. Und man bekommt 30 Erfahrungspunkte. Oder hier Man of Action, you may roll 2 dice for move. Da kann man halt immer 2 Würfel würfeln und einen auswählen, welchen man nimmt. Calls there, you may now activate before enemies at your initiative, das heißt, wenn einer Initiative 4 hat, starte ich vor dem. Wäre ganz praktisch gewesen, letztes Mal bei dem kleinen Krabbenviech. Und plus einen maximalen Crit. Und, you do 2 plus damage on any hits to an enemy with a higher initiative. Das ist ja, plus 2 Schaden gegen Gegner, die eine höhere Initiative haben. Das sind halt meistens schnelle Kreaturen und ähnliches. Ich entscheide mich aber in dem Falle für Cold Stare, um einfach einmal einen Grid mehr zu haben und dementsprechend vor Gleichgestellten direkt anzugreifen. Aber das war schon das Level Up und dann gehen wir jetzt wieder zurück in die Mine. So, zu guter Letzt haben wir noch die Catch-Your-Breath-Phase, das heißt, nach dem Kampf wird ja noch gewürfelt. Da Lone Star jetzt gerade ein Level-Up hat, macht es für ihn jetzt nicht wirklich viel Sinn, irgendwas da zu machen. Aber dementsprechend, Mackenzie hat noch nicht agiert, das heißt, er bekommt 2 W6 und kann jetzt in dem Falle 9 heilen, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sind beide wieder komplett auf dem Damm und es kann weitergehen. Auf erstmal Hold Back the Darkness. Mit einer 7 habe ich das auch wieder geschafft. Und dann ist Lone Star dran. Mit einer Bewegung von 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann McKenzie mit einer 1. Und bekommt einen Grit. Und dann ist die Runde wieder vorbei. Lone Star ist dran. Mit einer 4. Einmal Darkness Wolf verpatzt. Und dann wird wieder auf die Tabelle geguckt. Dark Dread, draw a Growing Dread Card. Besonderheit bei dem Szenario Exploration ist, dass Growing Dread Karten direkt abgehandelt werden, wenn sie gezogen werden. Alle Helden verlieren einen Grid. Wir gewonnen, so zerronnen. Dann ist Lone Star da. Legt sich mit 2. Ja, bleibt nur da stehen. McKenzie ist dran. Mit der 5, 1, 2, 3. Und macht eine Entdeckenaktion. So, Blast Room. Token. So, dann ist die Runde vorbei. Der Exploration Token wird aufgedeckt. Encounter. Hier ist ein Eingang drin und ein Encounter. Nun wird geschaut, wir können eben was gucken. So, es wird gewürfelt für diesen Toreingang, ob der wirklich ein Toreingang ist, mit einem W6. Bei einer 4 oder höher wird dieser Token ignoriert. 4 oder höher wird ignoriert. Das heißt, hier sind dementsprechend hier sind keine Eingänge drin, also Ausgänge. Das bedeutet, hier haben wir schon eine Sackgasse gefunden. Das heißt, das Szenario kann schon recht schnell beendet sein. Je nachdem, was man für ein Würfelglück hat oder Würfelpech. Der Marker geht 1 vor und nun wird geschaut, ein Dead End bei einer 1, wird das mal gewürfelt, ein W6. Bei einer 3 wird eine normale Threat dem Exploration Token hinzugefügt, also in dem Fall eine Low Threat. Aber jetzt kommt erstmal der Encounter. So, help it. In the middle of the room, a gaping pit has been torn into the floor. Hot wind and the screams of the damned wash up over you from the black death of the help it. So, alle müssen einen Spirit-Test auf 5 oder höher schaffen. Da hat der Lawman das Problem, dass er nur einen Spirit hat. Schafft es auch nicht. Und der McKenzie hat einen Spirit von 4. Schafft es aber auch nicht. Ja, reife Leistung. Aber er versucht mit einem Grid das zu beheben. Und schafft es auch. So, wenn erfolgreich, für jede 5 oder höher bekommt er 20 Erfahrungspunkte. Das heißt in dem Falle 2, also 2 mal 20 sind 40, hat er 150 Erfahrungspunkte. Und wenn man verloren, also wenn man es nicht geschafft hat, dann bekommt man W6 Corruption Hits. Das heißt, der Lawman bekommt welche. 5, das ist nicht gut. Da er schon 3 hat, kommt er somit auf die Zahl 4. Oh, jetzt haben wir natürlich noch einen Sonderfall, dass er vielleicht sogar Doppeltes bekommt. Muss ich eben gucken. Corruption. Er mutiert auf jeden Fall. Und dazu kommen wir auch jetzt direkt.
So, da der Lawman nun insgesamt 5 plus 3, also 8 Corruption Hits hat, bekommt er, sobald er 5 hat, eine Mutation. Die restlichen 3 behält er. Das heißt, er wird auf jeden Fall jetzt noch nicht sterben. Aber nun kommen wir hier wieder zur Mutation Chart. Hier werden dementsprechend jetzt 3 W6 gewürfelt. Das bedeutet hier eine 10. Und dies bedeutet... ein D36, Entschuldigung. Das sind die Einerstellen der Rote und der Weiße ist in die Zweierstellen. Das heißt 6, 1, das ist die 61. Da haben wir jetzt hier die Darkstone-Allergie. 61. Die Darkstone-Allergie. At the start of each of your activations, take one hit for every Darkstone shard and item with a Darkstone icon you are carrying. Da er einen Darkstone in der Hand hat, bekommt er dann immer einen Schaden. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich gleich mal abwerfen. So, muss die Mission wieder aufticken. So. Aber dazu jetzt auch gleich wieder mehr. So, dann geht's auch schon weiter mit der Mission. Also der Encounter wurde abgehandelt. Wobei noch nicht ganz. If at least one hero fails this test, the tutorial zones below have gained a foothold and something emerges from the hell pit. Attack. Draw a threat. Each time a hero takes one or more wounds from one of these enemies, they also take one corruption hit. Das heißt also, jetzt kommt noch ein weiterer Monster. Auch wieder eine Low Threat. Und diese werden jetzt besonders gehandhabt, weil diese, wenn sie einen Schaden machen, noch einen Corruption Hit erzeugen. Jetzt erstmal die normalen, das sind die Tentakel. Und die Hell Pits, das sind natürlich super Zombies. Und ein Spawnpunkt. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. So. Dabei erstmal Tentakel, wie viele das sind. 4 Stück. Und Hungry Dead sind 6 Stück. So, nach der Initiative sortiert, ist es dann so, dass als erstes der Corpse-Pile hingelegt wird. Davor kommen die Zombies, das sind in diesem Falle jetzt ja die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dementsprechend 4 Tentakel. 1, 2, 3, 4, wobei sinnvoller ist, wenn das so rumliegt. So, das heißt hier so, wenn ein Zombie einen Schaden jetzt macht, kommt noch ein Corruption Hit dazu. Das heißt, Sheriff Lone Star könnte bald nur noch ein Haufen glibberiger Tentakel sein. Aber jetzt gehen wir erstmal vom Besten aus. So, da oben haben wir die Karten wieder raus. Wo legen wir so am besten hin? Hier haben wir die Zombies. Machen wir so. Dann haben wir hier den Korpspeil, der ist eigentlich recht uninteressant, weil er halt Zombies produziert. Aber ansonsten sich nicht viel bewegt. Er sagt gar nicht. Ja. Und hier haben wir die Tentakel und dann tun wir hier in den Korpspeil. So, damit beginnt dann die Runde und somit ist Lawman als erstes dran. Und steht jetzt vor der Entscheidung, was machen wir. In dem Falle mache ich jetzt einmal mal den. Runde fängt an, das heißt erstmal Holdbacks Darkness. Mit einer 4 habe ich da natürlich versagt. Eine Growing Dread Karte wird gezogen. Alle hier Helden haben minus 1 Initiative für den ersten Zug des Kampfes. Das heißt, der Lawman hat eine Initiative von 3 und der Priester hat eine Initiative von 1. Somit fängt er nach den Zombies an, aber hätte auch so oder so. Dann würfel ich einmal für die Bewegung. 5. Eins. Somit haben wir die hier ein bisschen aufgehalten. Das heißt, die Zombies und ähnliches hauen jetzt hier in die Menge rein. Und danach schieße ich.
mit 3W6 auf die. Also, ich bekomme noch einen Treffer von dem Darkstone, was ich dabei habe. Was ich leider nicht abwehre. Und ich lege auch das Darkstone direkt weg, damit es mich nicht über den Lauf der Mission umbringt. Aber jetzt kommen erstmal die 3 Schüsse aus der Pistole. So, sind 3 Treffer. Das ist doch so ganz schick. Lassen wir auch so. Schieße erstmal auf das erste Tentakel hier vorne. Mit einer 3, minus 2 macht einen Schaden. Dann nutzt der Priester jetzt seine Weaken-Aktion, weil Zaubersprüche, wenn sie nicht gerade auf den wenn speziell auf der Karte stehen, sind nicht auf seine Aktivierung bezogen. Das heißt, er kann jederzeit zaubern und spricht jetzt dementsprechend Weaken auf 7 oder höher und verpatzt es natürlich. Also machen wir auch mal weiter. Lonestar hat ja noch 2 Schuss übrig. Erstmal wieder auf den Angeschlagenen. Kippe. Na. 4 minus 2 macht wieder 2 Schaden. Und komm, jetzt wenigstens 3. Wieder auf das Tentakel. 2. Natürlich nicht geschafft. Dann ist die Initiative von den Tentakeln die nächste. Initiative 2, das heißt, die bewegen sich hier nach vorne. Das Tentakel schlägt auf Lone Star mit 3 Angriffen, trifft 2-mal und dieser schafft es hoffentlich zumindest einen abzuwehren. Das zweite Tentakel versucht den Priester umzubringen, trifft aber nichts. Dann sind die Zombies dran, die laufen dementsprechend jetzt 2 Felder weiter nach vorne. Und dann ist der Priester dran. Dieser entscheidet sich, sein Dynamit zu werfen und wirft es hier auf dieses Tentakel. Bei einer 5 oder höher bleibt es auch da liegen. Bei einer 6 wunderbar. Das heißt, das Dynamit explodiert an dieser Stelle. Muss aber noch den Bewegungswurf machen. Sekunde. 2. So, das Dynamit explodiert hier und macht, na komm, eine 2 mindestens. Ne, doch nicht, eine 4. Sehr schön. Eine 3. Ja, 3 Schaden, das heißt, dieses hier vorne ist ausgeschaltet. Dieses bekommt 3 Schaden. Das bekommt 3 Schaden und dieses bekommt 3 Schaden. Und danach sind die 3 Zombies. Gut, das heißt 60 Erfahrungspunkte für den Priester. Mit dem letzten. Nee, das war's. Das heißt, mit dem letzten Phase mache ich noch einmal heilen auf 5 oder höher. Bei einer 7 habe ich es geschafft. Das heißt, ich heile jetzt Lone Star um einen Lebenspunkt, bekomme 10 Erfahrung für den Zauberspruch und plus 5 dafür, dass ich jemand anders geheilt habe. Damit hat er 225 Erfahrungspunkte. So, dann fängt die nächste Runde an. Achso, das Tentakel hat er auch noch erledigt. Das heißt, plus 30 nochmal haben wir 255. Dann fängt die nächste Runde an. Ah ne, erstmal kommt der Korpspeil. Hier wird jetzt gewürfelt, ob er ein Zombie spawnt. Das ist bei 4 oder höher. Ein neuer Zombie kommt ins Spiel. So. Dann fängt Hold Back the Darkness auf. Mit 9 habe ich das geschafft. Lone Star entscheidet sich erstmal zu laufen. Bei 1 bekommt er einen Grid. Und diesen Grid setzt er auch direkt ein, um die Darkness-Karte hier zu entfernen, die ein Boni auf die Untoten bringt. Und das schafft er bei einer 4, 5 oder 6. Das hat er natürlich verpatzt. Ja, dann 3 Schuss. Auch alle verpatzt, einen darf er neu würfeln. Eine 5, ein normaler Treffer. Diesen setzt er auf das Tentakel. 4 minus 2 macht 2, das heißt 2 Schaden. Das Tentakel ist Geschichte. So, dann sind die Tentakel dran. Das schlägt auf Lone Star. 3 Angriffen.
Man trifft zweimal. Rüstungswurf auf 4 oder höher. Beide geschafft. Das andere Tentakel schlägt auf den Priester. Trifft einmal kritisch. Also 3 Schaden sind schon mal sicher. Und dann hat er noch 2 Rüstungswürfe auf 5 oder höher. Das heißt 6 Schaden für den Priester. Die Zombies marschieren dementsprechend jetzt nach. So, dann ist Mackenzie dran. Der versucht... erstmal die Heilung mit 2W6 auf 5 oder höher. 8, wunderbar. Das heißt, für 2 Phase heilt er sich wieder um 2 und hat jetzt nur noch 4 Wunden. Dann versucht er mit der Schrotflinte einen Tentakel zu beseitigen oder einen Zombie, mal gucken. Aber erstmal muss er treffen auf 5 oder höher. Und würfelt eine 4. Den Bewegungswurf habe ich wieder mal vergessen. Na, 2. Aber er bleibt da stehen. Und dann ist der Korpsball wieder dran. Bei 4 oder höher spawnt er schon wieder ein Zombie. Und dann ist die Runde vorbei und wiederholt Back to Darkness. Bei einer 3 verpatzt. Dann ist Lums da dran. 3W6. Ne, erstmal für die Bewegung. 5. Ja. Er schießt. Trifft 2-mal. Einmal Reroll. Trifft 3-mal. Das Problem, wenn die Zombies durchkommen, machen sie wieder Schaden. Und dann gibt es Corruption Hits. Das bedeutet. Den ersten Schuss lege ich hier auf das Tentakel. 5 macht einen Schaden. Der reicht aus, um es auszuschalten. 30 Erfahrungspunkte. Dann der zweite Schuss geht auf den ersten Zombie. 6. Dann ist der tot. Und der zweite Wurf verpatzt sich. Nochmal 20 Erfahrungspunkte. So. Dann ist das Tentakel dran. Trifft einmal kritisch und macht 3 Schaden beim Priester. Dann sind die Zombies dran. Der muss gucken, 1 bis 3 ist er, 4 bis 6 ist er. Greift Lone Star an. Die anderen Zombies rücken nach. So, dann ein Angriff auf 4 oder höher. Verpatzt es, schön. Dann ist der Korpspeil dran. Und spawnt wieder einen Zombie. Eieiei. Zu guter Letzt ist Mackenzie dran. Dieser entscheidet sich. Oh, ich muss noch. Na, noch einen weiteren Angriff. Macht einen Schaden. Versuche ich abzuwehren. Geschafft. Der Corruption Hit mit Willpower. Auch abgewehrt. So. Ich versuche jetzt mal wieder zu heilen auf 5 oder höher. Das ist 8. Das bedeutet, 2-mal heile ich mich selbst und bekomme 10 Erfahrungspunkte. Und danach versucht er mit der Schrotflinte noch zu schießen auf 5 oder höher. Ein 5 trifft er zumindest schon mal. Und schießt auf. Ah ne, er kriegt noch einen 4 Angriff, den er abwehrt. Mit der 5 schießt er auf den Zombie. 7, dann ist der auch Geschichte. Und die nächste Runde fängt noch nicht an, weil der da hinten ja noch spawnt. Na, den habe ich jetzt zu früh gemacht, genau. Anfang der Runde, holt Pixel Darkness. 6, wieder verpatzt. Eieiei. Darkness-Karte, Power of the Void, alle Void-Gegner haben +1 Kampf.
Aber Void-Gegner haben wir aktuell nur noch das Tentakel. Dann ist Lone Star dran. Erstmal für die Bewegung. Ein Grid, schön. Dann versucht er mit dem einen Grid direkt das Ding hier wieder zu canceln. 4, 5 oder 6. Wieder verpatzt. Eieiei. Dann 3 Schuss. Ab jetzt mache ich immer, wenn, selbst wenn die so liegen, egal bei welchem Wurf, dass die nicht kipp sind, was da oben zeigt, ist okay. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie verwundert seid. So, ein Fehlschuss, den darf er neu würfeln. Verpatzt. Dann mit dem kritischen Treffer erledige ich den hier. Weil ich muss nur einen Schaden machen, reicht dann. Und mit dem zweiten Schuss versuche ich den zu erledigen. Wobei, nein, ich versuche das Tentakel zu erledigen, weil er plus ein Combat hat. Brauche ich eine 3. Ein Schaden an dem, das heißt 2 Kreaturen plus 50 Erfahrungspunkte. 200 Erfahrungspunkte hat er jetzt. So. Dann sind die Zombies dran. 1 bis 3 der Priester. Und ne, der geht auf Lone Star. Und der geht dementsprechend auf ihn. Und der legt sie auch noch hier. Und diese greifen nun an. Der versucht Lone Star anzugreifen mit 2 Angriff auf 4 oder höher. Verpatzt beide, der andere versucht den Priester zu erledigen. Treffen beide. 2 Rüstungswürfe auf 5 oder höher. Einen abgewehrt. 3. Somit haben wir jetzt bei ihm schon 8 Round Token. Und ein Corruption Hit auf Willpower. Auch verpatzt. Ein Corruption. Dann ist der Priester dran. Macht einmal Face Healing auf 5 oder höher wieder. Schafft es auch. Heilt sich wieder um 2. Und bekommt wieder 10 Erfahrungspunkte. Danach versucht er zu laufen. Mit einer 2 macht es aber nichts aus, weil die auch 2 laufen können, also kommt er nicht weg. Er versucht jetzt, also er bekommt noch 2 Furchttreffer, wovon beide abgewehrt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Reichweite. Aber er kann nicht vorbeischießen, weil er angrenzend erledigen muss. Das heißt, er schießt jetzt auf den. Auf 5 oder höher. 6. 6 ist kritisch. Das heißt, er macht mindestens einen Schaden. Ein Zombie weniger. 315 hat er jetzt. Dann gucken wir, ob hier einer spawnt. Spawnt wieder ein Zombie. Eieiei. Dann Anfang der Runde. Hold back the darkness. Mit einer 9 habe ich das geschafft. Und dann ist Lone Star dran, bekommt einmal einen 4-Treffer, den er nicht abwehrt, also einen Sanity. Und dann versucht er sich zu bewegen. Mit einer 6 könnte er das sogar machen. Reichweite 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er schießt 3 mit seiner Pistole. Trifft einmal, darf einmal neu würfeln. 2 ist verfehlt. Oh, mit der 5 schießt er auf den Zombie und erledigt ihn. 20. So, dann sind die Zombies dran. Greift Lone Star an, der bewegt sich näher. Der Zombie versucht ihn anzugreifen mit 2 Combat, schafft auch dummerweise beide. Trefferwurf, also Verteidigung auf 4 oder höher. Einmal verteidigt, einmal kommt es durch. Nochmal 3 Schaden und ein Corruption Hit auf 4 oder höher abgewehrt. Abgewehrt, schön. Dann ist der Priester wieder dran. Face Healing, also wieder ein Heilungsversuch. Auf 5 oder höher hat er geschafft. Und entscheidet sich, sich selbst zu heilen. Kriegt wieder 10 Erfahrungspunkte und 2 Wunden werden geheilt. Danach versucht er noch einen Zombie zu erledigen mit der Schrotflinte. Auf 5 oder höher. 1 total verpatzt, also bringt nichts. Der Spawnpunkt ist wieder dran und spawnt wieder einen Zombie.
Nächste Runde, holt Back to Darkness. 5-5, das ist nicht gut. Alle bekommen W6 Horrortreffer. Und zwar 4. Lonestar mit Pure de Hör, Abverteidigungswurf. Kriegt 1 Sanity. Nicht schlecht. Und der Priester mit 3 oder höher. Schafft alles. Schön. Dann ist Lonestar dran. Bekommt einmal einen 4-Treffer. Abgewehrt. Darf sich bewegen mit 6. Aber schießt jetzt mit der Pistole. Hoffen wir mal ein paar kritische. Oder eigentlich gar nichts. Ein Reroll. Auch nichts. Verpatzt. Dann ist der Priester dran. Nein, die Zombies leider vor ihm. Die bewegen sich wieder runter. Der erste versucht, Lonestar zu treffen mit 2 Angriffen. Einer trifft. Er versucht mit 4 oder abzuwehren. Schafft es nicht. Und hat jetzt mittlerweile 9 Schadenspunkte. Der andere versucht, den Priester zu erledigen. Schafft 2 Treffer. Auf 5 oder höher kann er die abwehren. Einer kommt durch. Und beide bekommen Corruption Hit. Lonestar versucht ihn abzuwehren mit einer 4 oder höher. Verfehlt. Und Mackenzie versucht es mit 3 oder höher. Verfehlt es auch. So. Das bedeutet, Mackenzie ist wieder dran, versucht wieder Heilung, 5 oder höher, schafft es auch und heilt sich wieder um 2. Und dann versucht er mit der Schrotflinte, erstmal versucht er sich, bekommt er 2 Furchttreffer, wehrt beide ab und versucht sich dann zu bewegen, 4 und schießt mit der Schrotflinte. Mit 2, verfehlt. Nächste Runde. Ah ne, erstmal der Spawnpunkt wieder. Diesmal macht er nichts, ist auch mal schön. So, holt Back to Darkness. 7 geschafft. Dann 2 Furchttreffer auf Lonestar. Beide verpatzt, heißt 2 Sanity. Sind auch schon bei 4. Dann versucht er sich zu bewegen. 6. Und dann schießt er mit der Pistole. Schön. 2 kritische und einen normalen Treffer. Mit den beiden kritischen nimmt er die beiden aus dem Spiel. Weil dementsprechend ein Schaden reicht, um sie auszuschalten. Und mit dem zweiten Treffer versucht er, den jetzt auszuschalten. Komm schon, komm schon. Jo. 5 minus 4 gleich 1. Bam. 3 Zombies Geschichte. Das macht 60 Erfahrungspunkte. Da sind wir bei 280. So, da keine Zombies mehr da sind, ist Mackenzie als nächstes dran. Dieser bewegt sich einen Schritt nach vorn. Also, ist erstmal dran. Bewegung, 2. Und schießt dann auf die Reichweite 5 auf das Corpse Pile. Und jetzt hoffe ich auch mal, dass ein kritischer wird. 5, natürlich kein kritischer. Der Corpse Pile hat eine Defense von 2. Und ich würfel natürlich eine 1. Das ist doch. Er versucht sich nochmal zu heilen. Hat eine 6, schafft es auch. Heißt, für 2 Face Token nimmt er wieder 2 Wound Tokens von sich runter. Dann versucht der Corpse Pile wieder jemand zu spawnen und schafft es aber nicht. So, nächste Runde beginnt. Hold Back the Darkness. Mit einer 8 habe ich es geschafft. Lonestar ist dran. Mit 3W6 schießt er auf den Corpse Pile. Einen darf er neu würfeln. Ein Würfel und komm. Kein Schaden. Für die Bewegung darf ich noch würfeln. 5. Wieder einen Schritt nach vorn. Dann ist Mackenzie dran. Und dieser zaubert wieder. Nee, er zaubert. Er versucht Weaken zu zaubern. Auch eine 7 oder höher. 5, nichts geschafft.
Und mit dem verbleibenden Face-Token versucht er sich zu heilen, schafft es und nimmt einen Wound-Token von Lone Star und dann bekommt er jetzt 15 Erfahrungspunkte. Dann ist der Kopf, dann darf er noch schießen. 4 verfehlt. Korpspeil ist dran und spawnt einen neuen Zombie. Nächste Runde, Hold Back the Darkness. Mit 7 wieder geschafft. Dann ist Lone Star dran. Darf einmal Bewegung würfeln. 6 bringt mir nichts. 3 Schuss aus der Pistole. Jo, 3 kritische Treffer. Bam, erste Zombie ist direkt Geschichte. Das heißt schon mal 20 Erfahrungspunkte. Dann hat der Korpsball jetzt gar keinen. Rüstung mehr. Der erste Schuss macht einen Schaden und der zweite Schuss macht 3 Schaden. Das ist natürlich super. Dann bekomme ich jetzt einmal 10 plus 1, das heißt 15, also 10 plus 5 pro Würfel, also pro Treffer, das heißt hier 15 und hier noch 25, das heißt 40 plus den Zombie sind wir bei 60 Erfahrungspunkte. Und der Haufen Matsch hat noch 2 Lebenspunkte. Und die versucht nun Mackenzie auszuschalten. Er versucht erstmal wieder zu heilen. Mit 8 schafft er es auch. Mit den 2 Face-Tokens nutzt er dann die Möglichkeit, Lone Star wieder um 2 zu heilen und bekommt wieder 15 Erfahrungspunkte. Ne, sogar 20. 380 Schatz. Dann versucht er mit der Schrotflinte dem ganzen Spuk hier ein Ende zu bereiten. Trifft, aber leider nicht kritisch und muss jetzt mindestens eine 4 würfeln. Das sollte ja machbar sein. Eine 6. 6 minus die 2 Verteidigung macht 4 Schaden. Das bedeutet, der Korpspeil ist Geschichte. Mackenzie bekommt noch 20 Erfahrungspunkte. Und der Kampf ist zu Ende. Ja, das ist das im Spiel. Die ganzen Karten kommen weg. Und da können wir uns wieder auf die Mission konzentrieren. So, das waren 2 Bedrohungen. Das heißt, jeder bekommt 2 Lootkarten. 2 für Mackenzie, 2 für Lone Star. Mackenzie bekommt ein Darkstone. Und ein Artefakt. Sulp, ein Seelenparasit. As you lean in for a closer look, the artifact longs at you, attaching itself to your chest. Any attempt to remove it would surely kill you, as it has embedded itself into your soul. Man bekommt plus 1 Initiative und plus 2 Lore. Jedes Mal, wenn ich eine 1 würfe für Bewegung, bekomme ich 2 Sanity Damage, ignoring Willpower. Oh, und den kann ich auch nicht ablegen. Das ist nicht gut. Aber dafür bekomme ich jetzt 40 Erfahrungspunkte. 440. Und Lone Star bekommt W3 Darkstone, die er dann auch direkt ablegt. 2 Darkstone. Wobei, die kann er Mackenzie geben und dann kann der was mit anfangen. Und eine Gierkarte. Knuckle Dusters. Once per turn, you may use one grip to gain plus 2 combat. Ein Schlagring. Den kann ich verkaufen, wenn ich in der Stadt bin. So, und nochmal 40 Erfahrungspunkte. 380 hat er jetzt. So. Ist auf jeden Fall schon mal erfolgreicher als die letzte Mission. So, Hellpit wurde abgehandelt. Power of the Void ist immer noch im Spiel. Die ist besiegt und der Raum. So. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns weiter um die Erkundung der Mine. Die Ecke wurde somit jetzt erkundet. Somit können wir die nach oben schieben und den Gang wieder anbauen.
So, Anfang der Runde, Hutwechsel Darkness. Also bekommt erstmal, aber erstmal Hutwechsel Darkness. 6 verpatzt. Und dann ist der Lawman dran. Bekommt 2 Treffer wegen dem Darkstone. Wird aber, bekommt nur einen Schaden. Aber ich muss gerade nachholen. Der letzte war ja jetzt gerade Catch Your Breath Wurf kommt ja noch für Lone Star und für den Priester. Priester kann sich um 2 heilen und Lone Star um 6. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Lawman gibt seine Sachen an den Priester weiter und bewegt sich dann um ein Feld. Ein Grid. Schön. Der Priester ist dran. 4. 1, 2, 3, 4. Damit ich nicht den Fortschritt in der Mission gefährde, werde ich jetzt nicht weiter suchen. Das heißt, nächste Runde fängt an. Hold back the darkness. 2, 2. Das ist nicht gut. Eine Growing Dread Karte wird aufgedeckt. Every hero must make a single willpower save. For each failed save, moves the darkness 2 steps forward. Okay, Willpower vom Lawman auf 4 oder höher. Er nutzt die Bärenklaue, kann den Willpower-Wurf einmal pro Runde wiederholen. Verpatzt das natürlich auch. Es würde eine Growing Dread Card und Darkness. Er versucht einen Grid auszugeben. Wobei. Ja doch. Total verpatzt. Der Priester versucht es mit einer 3 oder höher. Auch nicht geschafft. 4 Schritte. 1, 2, 3, 4. Das heißt erstmal eine Darkness-Karte. Alle Untoten bekommen nochmal plus 1 Initiative und einen Kampf. Puh. Dann die Growing Red Karte, die zweite. Darkness Step 1 Forward. Ist jetzt auch schon fast draußen. Das kann nicht gut enden. Ah, und die letzte Darkness Card wird auch noch abgehandelt. Oh, Growing Dread. Add a Growing Dread Card to the stack. Growing Dread. Move the Darkness 1 step forward. Oh. Letzter Schritt. Nochmal eine Growing Dread Karte. Und all heroes immediately take 2 Sanity Damage with no Willpower Saves. 2x Sanity für jeden. Ja, die Darkness ist jetzt auch fast entkommen. Das ist nicht gut. So schnell kann es gehen. So. Jetzt ist dementsprechend der Lone Star dran. Bewegung. 4, 1, 2, 3, 4. Mackenzie. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und macht eine Erkundenaktion. Eine Kreuzung. Das ist natürlich jetzt für die Mission ziemlich ungünstig, weil ich jetzt jede Ecke erkunden muss und hoffen muss, dass da nur eine Höhle ist. Aber jetzt geht's ja weiter. Jo, holt weg the Darkness. Na komm schon. Doppel 1. Einmal verpatzt. Die Dunkelheit entkommt aus der Mine. Das heißt, die Mission konnte nicht erfolgreich absolviert werden. Und dementsprechend, da irgendetwas extrem schief gelaufen ist in dieser Mission, steht auch schon die Mission fest, die als nächstes kommt. Das ist nämlich die Mission Escape. Das heißt, die Mine hat sich irgendwie doch gegen uns verschworen. Das heißt, in der nächsten Mission versuchen wir, aus dieser Mine zu entkommen. Aber nun kommen wir einmal noch zu den Nachteilen dieser Mission, wenn man verliert. The Darkness Escape. So, dort muss jetzt auf die Rückreise auf der Travel Hazard Tabelle doppelt gewürfelt werden. Und in der Stadt ist ein Gebäude zerstört. Aber dieses wird jetzt auch erst abgehandelt in der nächsten Mission, wenn wir aus der Mine geflohen sind.
Die Heilung wird trotzdem durchgeführt, also Sanity und Wound Tokens werden entfernt und wird wie ein normaler Missionsstart angesehen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und ihr seid hoffentlich gespannt auf das nächste Szenario, wenn es darum geht, aus der Mine wieder zu flüchten. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so weit aus, aber es ist doch weiter als wir dachten. Und somit ist das nächste Mission raus aus der Mine und wieder zurück in die Stadt und das, was man an Geld bekommen hat, auch zu investieren. Aber dazu mehr im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, alles in die Kommentare. Und ja, viel Spaß mit dem nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.